Hallo Leute, willkommen zum neuen Format Gear Talk, nennen wir das jetzt. Und es war schon angekündigt, es ist so eine Art Interview-Style, wo wir die Ausrüstung von unseren Leuten vorstellen. Also nicht bloß von unseren Leuten, auch von Leuten, die praktisch auf dem Gelände spielen. Jeder, der möchte, kann gerne hier mit dabei sein. Und als allererstes habe ich mir heute einen Finch eingeladen. Moin Finch. Hi. Stell dich doch mal bitte vor. Ja, ich bin Finch, 29 Jahre alt. Wie lange spielst du schon Airsoft? Ich spiele schon ewig eigentlich. Also ist ewig? Wir haben früher angefangen mit 14, 15 natürlich, so wie jeder früher. Ja. Bis dann 2008 ja die Regeln rauskamen, dass man das quasi nicht mehr legal spielen konnte. Ja. Und da haben wir dann aufgehört. Und seit 2014 spiele ich jetzt quasi professioneller wieder. Okay. Genau. Und dein Spielstil, ist es eher Milsim oder Speedsoft oder normal Airsoft? Ich nenne es jetzt mal normal Airsoft, weil wie will man das beschreiben? Ne? Es gibt halt Milsim, es gibt halt Speedsoft, Tagesspiele. Also ich bin tatsächlich bis jetzt nur auf Tagesspielen. Das macht mir auch am meisten Spaß. Groß-Events jetzt gar nicht so? Nee, bin ich noch nie gewesen. Okay. Also ich bin froh, wenn ich abends zu Hause in meinem Bett liegen kann. Kommen wir zu Punkt 2, der Bewaffnung. Wie viele Waffen hast du? Was ist so in deiner Sammlung? Ich habe 3 Hauptwaffen. Meine ICS, die Zymer Glock und die Farbarmflinte. Hauptsächlich spiele ich mit der ICS. Das ist halt die Transform M4 ICS CXP UK1. Okay. Und ganz schön, du hast schon in Red Dot drauf. Genau. Red Dot habe ich ganz neu, das Vortex Red Dot, das Crossfire. Ja, und dann so einen kleinen Handgriff. Ja. Genau. Hast du irgendwas verändert? Innen drin haben wir auf alle Fälle das MOSFET gemacht. MOSFET eingebaut. Dann das Hop-Up haben wir einen anderen Gummi eingebaut oder hat ein Kumpel von mir gemacht. Und abgedichtet haben wir. Dann okay. Haben wir, glaube ich, eine schwächere Feder verbaut, weil die dann doch ein bisschen zu stark wurde. Die hat jetzt ganz konstante 1,5 Joule. Okay. Das ist ja schon mal nicht genau. Das ist ein ganz schönes Ding. Die hat eben die Split-Gearbox, das macht sich ziemlich geil. Falls hier doch mal irgendwie ein Gear-Jam drin ist oder so, klappt man die einfach auf. Dreht so lange an den Rädchen, bis die richtig stehen, klappt wieder zu und kann weiterspielen. Die hat das EBW-System. Wir haben jetzt keine Kugeln drin, deswegen können wir das jetzt mal ohne Schutzbrille machen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da fährt quasi einfach das Verschlussblech mit hinter. Kann man deaktivieren lassen, ist eigentlich wirklich bloß Spaß und Spielzeug halt. Genau. Machen wir mal weiter. Das nächste ist halt die Zymer Glock, wie sie jeder kennt, Zymer CM030. Mit dem Red Dot drauf, so wie genau, ich das sehe. Genau, hier also hier, das ist die ganz normale mit dem ganz normalen Nimha-Akku. Das ist jetzt nichts Besonderes hier. Haben auch noch nichts umgelötet und gar nichts. Die ist so, wie ich sie vor vielen Jahren gekauft habe. Und läuft. Unverbastelt quasi, genau, läuft. Das Red Dot, da habe ich mir mal einen Klon gekauft. Klon mit Original Markings drauf. Super. Ja. Hat ganze 12 Euro gekostet. Kann man machen. Das Ding ist super und da hat mir ein Kumpel aus dem 3D-Drucker so einen kleinen Adapter gebaut, dass ich den noch anbauen kann. Ah, okay. Weil das ist ja nie wie bei einer richtigen Glock, dass du hier die Kimme einfach abbaust und dann das mit so einem Glock-Adapter drauf kriegst, sondern es ist halt einfach. Ja. Ja, es ist halt 6 Euro. Oder was die mal gekostet hat. Genau. Das nächste ist die Farbarmflinte. Das ist quasi nur eine Backup. Die habe ich nur als Backup dabei, falls irgendeiner der Elektro-Tacker mal ausfällt, dass man halt einfach nicht hinfahren muss, sondern dass man immer noch was zum Spielen dabei hat. Ja, ist halt mit diesem Shell-System, wo man so eine kleine Shell mit 30 Schuss hier reinlädt. Mhm. Und dann hat man pro Repetiervorgang hat man halt 3 Schuss, okay, die man mit immer raushaut. Also insgesamt 10-mal repetieren. Ja. Genau, das waren sie, die Kniften. So, ja, wir haben jetzt das Gear aufgebaut. Das heißt, ihr wisst schon, worum es geht. Wir kommen jetzt zu dem Gear-Teil. Die erste Frage, die ich habe an dich, warum genau diese Gear?
Warum genau diese Gear? Weil es sich gut spielen lässt. Weil es gut spielen lässt. Also du bist einer, der nie praktisch, wie sagt man das, Form Follows Function. Also praktisch, du bist halt einer, der nie auf Battle-Display oder sowas. Du bist halt eher, es muss funktionieren, genau. Und es muss für mich funktionieren. Genau. Weil ich würde sagen, ich kann mir Battle-Display einfach nicht leisten. Okay. Das ist, oder eher im Reenactment, das ist wahrscheinlich einfach zu teuer. Und das sagt er, hat aber UF Pro sagen. Ja, aber das hier auf dem Tisch, das ist dafür alles billig. Okay. Ah, das ist ein geiles Format. Ich feiere das jetzt schon. Okay, also muss halt funktionieren. Genau. Ja. Und wir haben ja gerade schon geklärt, Reenactment oder sowas betreibst du jetzt nie. Also nee. Dass du dich an irgendwelchen Einheiten orientierst nee. Oder irgendwelche. Okay. Dann kommen wir mal ins Detail. Mit was fangen wir am besten an? Ja, ich würde sagen, mit der Klamotte. Genau. Also genau, da waren wir wieder bei dem Teil, dass ich es mir nicht leisten kann. Ich habe halt ein Combat-Shirt und eine Hose von UF Pro. Ich habe halt, also man muss halt dazu sagen, das ist ja nicht meine erste Gear. Ich habe ja mal angefangen mit NVA-Strichtarnzeug. Da hat die Hose und die Jacke 5 Euro gekostet. Na, also so habe ich viele Jahre gespielt. 3 oder so oder 4 sogar. Und dann habe ich mir einfach gesagt, jetzt muss man was Ordentliches her. Und dann auch gleich das Beste. Da werden es wahrscheinlich einige rumhüllen, werden sagen, UF Pro ist nicht das Beste, aber ist mir scheißegal. Das ist Geschmackssache. Das ist also super. Wenn das für dich funktioniert, dann... Also ich habe hier extrem viele Taschen dran. Hier oben natürlich ganz normal, hier unten noch eine. Dann habe ich hier zum Beispiel, was meiner Meinung nach extrem schlau ist, ein kleines Ding halt für die Zähne, dass ich das auch wirklich oft kriege. Ja. Und so... Ja, ich kenne das mit den vielen Taschen, habe ich auch bei mir dran und manchmal ist es extrem, weil du hast irgendwo was hingesteckt und findest, nee, weil du einfach viel zu viele Taschen hast. Das Problem kennt, glaube ich, jeder, der solche Ausrüstung hat. Ja. Ja, genau, dann habe ich eben Belüftungsöffnungen hier unten irgendwo. Ja. Sieht man die? Ich weiß es ja, nicht hier. Das, ja, oh, ich denke, das... Also wo ist das? Was, das hier? Ding so, das Mesh, das sieht man. Ach so. Das Mesh siehst du. Achso, das war in der Jacke. Ich dachte, das wäre mit Reißverschluss gewesen. Nee. So gut kenne ich meine Klamotte. Genau, ja, das wäre es ja zum Combat-Shirt. Dann an der Hose. Die ist halt extrem, also hier finde ich halt extrem geil, dass ich hier Magazintaschen drin habe. Also ich kann hier quasi in Starnak-Magazin hier rein. Okay, das ist natürlich... Zumachen mit diesem kleinen... Das ist natürlich Ding nicht hier. Schlecht. Aber das wusste ich nicht. Das finde ich halt super. Also da kann man quasi auch mal extrem leicht spielen und hat trotzdem einfach 2 Magazine ordentlich dabei. Ja. Hier oben wäre zum Beispiel noch Platz vielleicht für ein größeres Pistolenmagazin. Das geht natürlich mit den Zymer-Magazinen absolut nicht. Ja, die riegst du nicht raus. Ja, genau. Die würden ja. Da drinnen verschwinden, dann wären sie weg. Genau. Dann generell wieder extrem viele Taschen. Auch hier in der Tasche noch was fürs Handy, dass das einfach gut verstaut ist und gut aufgehoben ist. Genau, dann diese hellen Stretch-Einsätze, die sind auch richtig geil. Also damit kann man sich extrem gut bewegen. Wir zeigen das mal im Detail hier. Damit kann man sich halt extrem gut bewegen mit diesen Stretch-Einsätzen. Das Problem ist eben, der Stoff ist extrem dünn. Wenn du eben so auf den Arsch kriegst, tut es halt weh. Also viel, viel mehr weh. Das bist du ja gewohnt. Und es ist ja, mein Gott, so ist es halt. Der Gürtel, das ist so in eine Cobra-Replik. Ja. Cobra Belt Replik hat, ich glaube, 12 Euro gekostet oder 6 oder so. Ich glaube, 12 Euro im Doppelpack. Finch hat es ja nie mit 12 Euro. Ja, naja, irgendwie kostet halt scheinbar alles aus China 12 Euro. Und ja. War halt im Doppelpack, also ist quasi 6 Euro eh so ein Ding. Finde ich, also ich finde den echt nicht schlecht. Ich will mich ja jetzt nicht da dranhängen oder irgendwie so. Ja, es ist halt ein Gürtel. Reicht vollkommen zu, finde ich. Es ist halt ein Gürtel. Ne? Genau, also es sieht halt nicht schlecht aus, reicht halt vollkommen zu. Genau, und 60 Euro für so einen echten Cobra-Belt oder noch mehr sogar teilweise, das ist mir dann eben doch ein bisschen zu hart. Wobei, da kannst du dann auch schon, weiß nicht, Cobra, von was ist der für eine Firma? Da gibt es ja viele Firmen. Das ist ja nur die Schnalle. Die Schnalle, ach so, die Schnalle ist Cobra, ich kenne mich damit genau, da gibt es ja von Tasmanian Tiger und so. Okay. Gibt es ganz viel. Da kannst du ja schon fast MD Textil oder sowas, das ist ja, Made in Germany. Ja, die haben das zum Beispiel auch genau mit Cobra-Schnallen. Da kostet wahrscheinlich dann der Gürtel mit Sicherheit über 100 Euro. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das braucht man beim Airsoft meiner Meinung nach nie. Zumindest nie beim Gürtel. Also es gibt ja viele Leute, die dann, wenn du Battle-Display machst, klar, dann auf alle Fälle, gehst du auf sowas drauf. Aber als so normale Spieler, der jetzt nie viel Geld hat, aber sich UF Pro leisten kann, reicht der Gürtel für 12 Euro. Ja, ich konnte auch mit meinen NVA-Klamotten spielen. Ja, also wir hatten früher, das war
geile Geschichte. Wir hatten vom Opa die NVA, aber die Wintersachen. Und da hat ein Kumpel dann im Sommer damit Airsoft gespielt. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat, aber es hat funktioniert. Würde ich heute natürlich nicht mehr machen. Also ich war es nie, aber es war ein cooler Anblick. Ja. Gehen wir weiter. Machen wir weiter. Handschuhe habe ich Helikontex. Ich hatte ganz, ganz viele Jahre. Keine Mechanics. Hatte ich viele Jahre Mechanics. Die sind dann aber hier oben aufgerissen. Ja, das aber es hat auch Jahre gedauert. Also viele heulen ja rum, dass die Mechanics so scheiße sind. Die halten kein halbes Jahr durch. Na, bei mir haben sie vielleicht 2 Jahre gehalten. Vielleicht gehen die auch einfach jedes Wochenende spielen. Das kann natürlich auch sein. Mach ich jetzt nicht. Geht vielleicht jedes, zweimal im Monat. Ah, das ist so ein Mechanics-Ding. Das bei mir oben am Daumen sind die auch immer irgendwie... Also aber hat irgendwas. Bei mir wirklich ewig gedauert. Und jetzt habe ich mir halt die besorgt, weil das einfach vom Tarn schon gut passt. Das ist jetzt halt kein Green Zone, sondern Wildwood. Aber es passt halt trotzdem. Ja. Ich finde es halt super. Also die sind auch extrem bequem. Finde ich ein bisschen rutschig in der Handfläche. Aber die sind sonst dicker als die Mechanics, oder? Nö. Vorne an die Finger, die sehen so leicht dicker aus. Nee, sind nicht mehr. Okay. Genau, und Schuhe habe ich. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ja, zeig mal hier. Ich mache mal die Kamera ran hier. Schuhe habe ich jetzt gerade... Hikes an. Hikes. Genau. Hm. Ich habe noch diverse andere Schuhe für andere Gelände zum Beispiel. Also Schuhe, da soll es mir wirklich nicht fehlen. Oder da fehlt es mir wirklich nicht. Ich habe zum Beispiel noch einen Sicherheitsschuh, den Hikes Black Eagle Safety 50. Also hast du ganz viel von Hikes oder was? Genau, also der hat zum Beispiel S3 mit dabei, also da hast du Stahlkappe. Stahl ist es ja keiner heutzutage. Kunststoffkappe halt, in Zehenschutz und die sind durchtrittssicher. Das finde ich zum Beispiel auf dem Gelände hier ganz gut, weil es kann ja doch mal irgendwo mal ein Nagel sein das oder stimmt. So. Bei den Dingern hier drehen die halt einfach wissen. Rein. Ja, das ist dann schon ziemlich scheiße. Ja, dann habe ich eben noch ein paar andere, je nachdem wie ich Bock habe. Also ich kann mir quasi mehr Schuhe raussuchen zum Spielen als Waffen. Das ist gut. Ich glaube, das ist. Ja, aber ja, hat jeder seinen Schuhtick, ne? Also von daher. kommen wir weiter. Fangen wir an mit deinem Battle Belt, gehe ich mal davon aus. Genau, Battle Belt. Den habe ich mir mal, und jetzt geht's los, bei Taiwan Gun gekauft. Ja. Taiwan Gun kennt ja wahrscheinlich jeder von euch. Das ist relativ günstig, ist ne? Ist super. Also ist halt wirklich super. Da wären wir auch wieder bei den 12 Euro. Das Ding hat 12 Euro gekostet, der Belt. Ja. Der Belt. Okay. 12 Euro ist halt hier bloß ganz, ganz leicht. Mit Mesh-Material. Ganz leicht mit Mesh-Material und auch nie sonderlich dick gepolstert. Also man merkt das schon nach dem Spieltag, dass das Ding eben dran hing. Das ist halt so. Aber wie gesagt, ist verdammt günstig, wenn man sich jetzt so einen teuren Lindnerhof oder so kauft. Da ist man ja beim Zehnfachen oder mindestens. Auf jeden Fall. Der ist auch, hier drinnen ist zum Beispiel auch, das sieht man jetzt, ein Klett mit eingearbeitet, dass dieser Gürtel hier drinnen nicht verrutscht. Mhm. Also so schlecht ist es tatsächlich nicht. Nee. Dann habe ich mir halt ein paar Taschen besorgt. Das sind zum Beispiel eine Tasmanian Tiger Tasche von der MP7, weil ja einfach die Taschenlampe super reinpasst. Das ist jetzt eine Phoenix hier. Hast du die immer mit? Na, ich habe eigentlich eine kleinere. Na, ich wollte gerade sagen, hast du hier wieder das größte aber die große passt auch rein. Ja. Macht jetzt auch kein Problem. Dann 2 Taco Pouches hier sind die für die Magazine vom AR-15. Eine Dump Pouch. Ich fand es halt geil, dass die bei Taiwan Gun das Zeug auch in Green Zone haben. Das ist zwar kein echtes Green Zone, aber es sieht halt auch jetzt nicht so schlecht aus. Kommt, also ich habe es mir, wo ich es bestellt habe, habe ich es mir schlechter, viel, viel schlimmer vorgestellt. Denke ich, ja. Dann hast du hier auf der Seite habe ich 2, ich glaube, BX-Taschen sind das. Für die Magazine von der Pistole. Ja, die wackeln halt ganz schön rum und ja, so. Das ist halt kennt nicht ideal. Fast jeder. Genau. Hauptsache irgendwo hin das Zeug. Genau. Dann habe ich hier auch von Begadi dieses KU. Ja, das habe ich KU genau. Holster für die Glock. Ich weiß nicht, ob das für mehrere Glock-Modelle ist. Auf alle Fälle passt die Zyma Glock 18, was es ja darstellen soll, perfekt rein. Dazu habe ich mir so eine Tiefziehplatte von Taiwan Gun mitbestellt. Die hat gerade mal 4 Euro gekostet oder so. Musste ich mir ein paar Löcher bohren, weil das nie ganz genau gepasst hat. Ach nee, hier, genau hier musste ich ein bisschen rein. Ja. Aber ist ja scheißegal. Genau, also 4 Euro oder so. Ich weiß nicht, so eine Blackhawk Tiefziehadapter ist wahrscheinlich um einiges teurer. Garantiert. Hier habe ich halt so ein kleines Ding für die Handschuhe dann.
Hier hinten habe ich mir einfach eine Taco-Pouch so ein bisschen umgelegt hier für die Funke, ja, dass die hier reinpasst und dass ich dann quasi hier... Ich sehe schon Midland G9. Midland G9, genau, die sind einfach am besten, finde ich. Ja, mit Headset, zeig mal kurz hier das dein... Headset habe ich hier. Ach, hast du dort, genau. Mit so einem... Ich komme nicht auf den Namen. Kehlkopf? Mit so einem Kehlkopfmikrofon, genau. Das ist schon nicht ganz verkehrt. Da habe ich hier unten noch so einen Knopf, ja, den klette ich dann einfach hier oben drauf, auf die Tasche. Da komme ich halt ganz schnell einfach hin. Okay. Genau, hier eben einfach die Taco-Pouch genommen, weil ich keine richtige andere Tasche gefunden hatte. Ja, das und ist doch, solange es passt. Ich wollte halt die Farbe haben, also ich wollte halt das Pencott Green sollen haben. Ja. Genau, das wäre der Belt. Als nächstes der Plattenträger. Jetzt sind wir wieder bei Taiwan Gun. Eight Fields quasi, wie das ja hier ist, die Firma. Ja, das ist hier so ein JPC-Nachbau, ne? Genau, das ist schon so ein Jump-Plattenträger, genau. Mit Kangaroo Pouch für drei Magazine. Das sind aber keine ICS-Magazine. Nee, das sind, die habe ich mir mal vorher gekauft. Das sind einfach die ganz normalen, sinnlosen Stahlblech. Die du immer runterschmeißen kannst, die dann nicht gleich kaputt gehen. Ja, die ICS-Magazine kannst du immer runterschmeißen. Ich denke, die halten vielleicht doch mehr aus. Na, G36-Magazine, ja, sollte man jetzt nie unbedingt runterschmeißen. Sorry, wenn die Kamera so zittert, mir ist irgendwie kalt. Genau. Hier oben habe ich mir noch so eine, ich glaube, das ist eine Admin-Pouch oder so. Es ist halt extrem billig. Also der Plattenträger... 12 Euro? Der hat, nee, nicht 12. Der hat, glaube ich, der war runtergesetzt, weil die haben ja dieses, die haben sich ja von dem Tarn hier verabschiedet. Da war der runtergesetzt. Der hat, glaube ich, 30 Euro gekostet. Ja, das geht. Genau. Das und ich sag mal so, klar. Wie lange hast du den jetzt schon? Den habe ich jetzt. Ja, guck mal kurz mit der Kamera. Ja, oder anderthalb Jahre habe ich den jetzt. Okay. Genau. Die kleine Tasche hier, die hat vielleicht 5 Euro gekostet, wenn überhaupt so viel. Ach, das ist oben nochmal ein Klett. Genau, und hier ist einfach eine kleine Molletasche hier, deswegen ist der auch so hoch. Ja. Ah, okay. Das ist eigentlich nicht so. Normalerweise hast du hier oben noch so ein Klett dran, sag ich mal, unter dem Plattenträger, hat meiner zum Beispiel. Ja, das hat meiner hier. Da kommst du immer schlecht dran an diesen Klett, finde ich. Das ist dann auch extrem, ja, ich nutze es ungern. Ja, ich habe da einfach die Tasche hier drauf gemacht. Hier ein Stift, hier so ein komisches Begadi-Werkzeug, habe ich noch nie gebraucht. Ja, das ist dieses Günstige, was du immer dazu kriegst. Ja, das kriegt man einfach dazu, wenn man ja, was sich über einen bestimmten Wert kommt. Also, das ist nie gebraucht, das hängt einfach hier dran, das tut mir auch nicht weh. Also auf dem Feld kann man das benutzen, aber ich glaube, sonst eigentlich. Nee. An der Seite habe ich noch eine Tasche für eine Granate. Hier habe ich auch so eine ganz billige hier. Ja. Die hat auch schon, die habe ich bei der letzten Mission, war das mein Gadget, was ich nie gebraucht habe. Geht die noch mit der? Die geht noch. Also das Geile an der Granate ist ja, wir haben ja hier auf dem Spielfeld haben wir ja 5-Meter-Regel und keine Kugeltrefferregel. Und hier ist ja so eine Klappe weggeflogen. Das ist aber kein Problem, weil ich habe noch eine Kammer, die voll mit Kugeln ist. Also ich kann quasi einfach Kugeln sparen. Ja, das ich muss ja das ganze Ding voll machen. Durch die Regel, ja, natürlich. Und Hauptsache, es fliegt irgendwas raus. Genau. Und deswegen, was will ich machen? Es ist eh kaputt. Also ich kann das jetzt hier nicht randleben. Das ist halt einfach total billig, das Ding. Ich weiß nicht, ob das auch wieder 12 Euro gekostet hat. Keine Ahnung. Ich glaube, bei Begadi kosten die so, ich glaube, 17 oder 18 Euro oder sowas. Ja, das ist schon ganz schön krass eigentlich. Ja. Weil es ist echt richtig, die habe ich vielleicht 5-mal weggeworfen. Beim 5. Mal war es so Schrott. Ja, na gut. Aber wenn du so eine teure Granate hast, wie oft kommt denn so ein Ding weg? Ja. Na, also haben wir auch schon öfter erlebt hier bei uns auf dem Gelände, wie oft ist so eine teure Granate wirklich, die weg ist. Und dann ärgerst du dich, weil du dort 50, 60 Euro hast, sind weg. Genau, ja, ist schon scheiße. Ja, sonst habe ich eigentlich nichts dran. Ja, sieht bei mir auch aus. Weil den Plattenträger im Hochsommer lasse ich den auch meistens einfach weg. Da lasse ich den einfach weg und spiele nur mit dem Belt, weil hier ist ja wirklich alles dran, was man braucht. Und auf die drei Magazine kann ich auch einfach verzichten, weil ich ja hier noch Taschen habe. Da könnte ich zur Not hier noch 2 reinstecken. Genau, ja. Die Granate, die findet auch noch irgendwo einen Platz. Genau. Dann habe ich also hast du insgesamt 5 Magazine. Also eins in der Waffe noch 6. Genau, 6 Magazine verbraucht man eigentlich auf so einem kleinen Spielfeld wie hier eigentlich nie. Also es ist viel zu viel eigentlich. Es würde zureichen, wenn man weniger mit hätte. Also bei mir ist es so, ich lade immer 5 Magazine habe ich lade immer alle voll. Und am Ende des Spieltags habe ich noch 3, die noch voll sind und der Rest ist halb leer oder so. Also das ist, ich schieße echt wenig. Wird vielleicht anders, mal sehen, aber ja,
hat jeder seinen eigenen Spielstil. Genau. Dann habe ich hier ja vorhin schon angesprochen, dass ja die Farbarmflinte ja bloß die Backup ist, quasi, falls mal irgendwas nicht geht. Und dass man die Backup auch ordentlich spielen kann, habe ich mir auch hier mal so einen super billigen Gürtel von Taiwan Gun besorgt. Der hat, glaube ich, sogar unter 10 Euro gekostet. Jetzt unter 10 Euro. Unter 10, das wird immer billiger hier. Ja. Naja. Genau, hier auch einfach ganz billige Taschen dazu, hier für die Pistole halt. Ja. Das Holster, was es auch bei Taiwan Gun gibt, was quasi so ähnlich ist wie dieses KU-Holster, das ist leider ein bisschen zu schmal. Also hier geht die Glock extrem schwer raus. Okay. Müsste man also mal ein ist nie das Gleiche. Ist nie genau das Gleiche. Sieht zwar extrem ähnlich aus, aber ist nie genau das Gleiche. Müsste man vielleicht einfach mal ein bisschen abschleifen hier drin, dann würde das wahrscheinlich gehen. Dann habe ich hier halt so einen Shell-Holder, der glaube mal 50 Cent gekostet hat. Ist halt geil, also Taiwan Gun ist extrem günstig. Ja. Dann hier hinten noch eben noch mal für die Funke in eine kleine Tasche. Für die Shells dann in eine Dump-Pouch und auf der Seite nochmal Shells. Wie viele Schuss hast du da insgesamt mit dabei bei den Shells? 30 passen rein? Keine Ahnung. Ich müsste jetzt rechnen, aber... Aber 5, 30 passen rein? 30. Na, ich habe 5 pro Seite. Also 10 mal 300 Schuss. Ja, wenn und dann eine in der Dings, Shotgun drin. Also 330 Schuss. Genau. Bin ich froh, dass wir das so schnell ausrechnen konnten. Ja, echt. Gut, dass ich nicht mitrechnen musste. Das wäre echt dumm gekommen jetzt. Ja, ja. Dann wäre das Video noch 20 Minuten länger geworden. Ja, das wäre schon ziemlich scheiße. Ja, dann komme ich jetzt nochmal zur letzten Frage, bevor du das, die Sachen anziehen. Was hast du noch geplant zu kaufen? Was habe ich noch geplant? In naher und in größerer Zukunft. Also was ist so noch dein... Also was ich jetzt... was jetzt als nächstes kommen soll, ist eine VFC-Glock, habe ich mir so gedacht, weil die Zymer ist zwar super, weil der auch durch das Vollauto und so, die ist schon gut, aber ich hätte schon mal Bock auf eine GBB. Kenne ich. Genau, also die VFC-Glock, da passt dann wahrscheinlich auch der Glock-Adapter fürs Red Dot drauf, hoffe ich. Ja. Das wäre natürlich richtig geil. Genau, sonst eigentlich nichts. Nix. Das war's. Also ich bin echt Helm glücklich. Oder sowas? Also du spielst gar nicht Helm, ne? Du hast ja deinen Basecap. Ja, ich hab bloß die Mütze hier auch von Helikontext. Das reicht mir eigentlich zu. Vielleicht irgendwann mal, aber habe ich jetzt nie geplant. Okay. Ich bin eigentlich wirklich gerade ganz glücklich, so wie das Zeug ist. Vielleicht mal irgendwas mal durch was Teures ersetzen. Vielleicht kriege ich irgendwann mal die Chance, irgendeinen viel hochwertigeren, teureren Plattenträger für irgendwie günstig Geld zu schießen oder so. Dann halt sowas. Ja, also dann Cry wahrscheinlich. Nee. Oder halt was anderes. Weiß ich nicht, wahrscheinlich Lindnerhof oder so. Lindnerhof, okay. Haben die Queenzone? Nee, ach, da würde ja dann vielleicht durch Steingrau, Oliv oder so ganz gut kommen. Na, ich bin da immer sowieso ein Fan davon, wenn du jetzt praktisch nie unbedingt die Farbe vom Plattenträger hast, wie von der Uniform. Weil dann kannst du, wenn du wirklich mal keinen Bock mehr hast auf die Uniform, kannst du halt auch einfach den Plattenträger weiterverwenden. Ja, genau, deswegen habe ich es mir auch so günstig gekauft. Also, das liegt nur daran, weil ich einfach dauerpleite bin. Aber ich habe mir das auch so günstig gekauft, weil es halt nur zu dieser Gear passt. Ja. Ich kann mir jetzt nie irgendwie andere Klamotten zulegen. Auch selbst wenn das jetzt nur eben Steingrau Oliv wäre und dann der getarnte Plattenträger, das würde schon auch ziemlich dämlich aussehen. Ja, glaube ich auch. Ja, so, dann machen wir jetzt mal wieder einen Cut rein. Finch zieht sich mal an und dann zeigen wir das Ganze nochmal im Detail. Jetzt ist der Finch aufgerödelt. Das hat 5 Stunden gedauert, aber jetzt ist alles gut. Und jetzt können wir das Ganze nochmal so in der Nahaufnahme zeigen praktisch. Also wie es dann halt aus, eingezogen aussieht. Na, Waffe hast du direkt vorm Körper. Genau, mit dem One-Point Sling. Den haben wir vor uns noch vergessen. Das ist ein Stich Profi aus Russland. Das Ding ist super. Also hier Stahl und Blech. Warte mal, ich hole mal kurz die Kamera für die Nahaufnahme. Das sieht aus wie so ein Strick. Das ist wie hier, wenn man hier auf dem Fahrrad irgendwas festmacht, so ein Strick. Ja. Also was anderes ist das wahrscheinlich auch nie. Okay. Hier halt Stahlblech. Also ich hatte mal so einen billigen. Ja. Und was kostet so ein Ding? Wenn ich dir jetzt wieder 12 Euro sage? Nee, ich glaube 30 hat der Club gekostet. Okay. Ich bin jetzt nicht so sicher, ich glaube 30. Ja gut, ich dachte schon, wenn das Ding 90 Euro kostet, dann hätte ich echt mir die Frage gestellt, warum für so ein Gummi... Ja, du hast hier hinten hast ja auch noch ein bisschen was anderes. Ah, okay. Also da hinten ist noch ein bisschen. Ist da gut, okay. Genau. Gut, dann... Sonst wird es wahrscheinlich extrem einschneiden. Ja. Genau, hier ist halt auch richtig Stahlblech, also das bricht auch nie raus. Okay. Es ist zwar ein bisschen laut, deswegen habe ich mir so die kleinen Gummis hier drauf gezogen, weil das sonst echt ganz schön klappert hier. Ne?
Genau. Ja, Pistole haben wir hier an der Seite drin, na, wie wir es schon Kommen wir ganz gut ran. Ein Stück. Ja, genau, da hinten. Durch das Tiefziehholz, da kommt man halt doch super ran. Ja. Dann drehe ich nochmal zu mir. Das ist, ja, genau, dort haben wir die. Kommst du überall gut ran, ne, an deine Taschen? Ich komme überall gut ran, genau. Ja. Ja. Das ist halt ja auch ganz wichtig fürs Spielen. Das reinkriegen. Rein ist immer scheiße. Ja. Ja. Das macht man ja auch nie während des Spiels, theoretisch. Ja, Schuhe, ne, haben wir alles. Nö. Genau. Hier ist halt der Knopf jetzt fürs Headset. Also da kann ich halt auch ganz schnell einfach drauf drücken. Ja. Und quatschen. Ja, das funktioniert bei dir echt gut. Also da ist unsere Headset-Ausrüstung ein absoluter Dreck dagegen aktuell. Ja. Nö. Sehr stimmig. So, ich stell mal die Kamera weg. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, euch hat das Format gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Abo da, lasst ein Like da. Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Auch noch andere Leute, die hier auf dem Gelände sind. Ich habe da noch ganz coole Ideen, wen ich da einlade, erstmal am Anfang. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir. Und dann war's das. Ciao. Ciao.